dann rein. Downtown, nicht der Pillenverein. Downtown. Der Messias von Köln. Ja, ja. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu Scudetto TV vor dem Derby am Rhein zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln. Die Gladbacher Fohlen konnten die rot-weißen Domstädter ja schon schlagen. Und darüber hat sich anscheinend nicht nur Trainer Christoph Daum so richtig gefreut, wie dieses Bild hier beweist. Gegen Gladbach hat letzte Woche Freitag mein VfL Bochum gespielt und man muss fairerweise sagen, dass die 8000 mitgereisten Netzererben weitaus mehr Stimmung gemacht haben als wir 20.000 Bochumer. Und doch haben Kollege Wolle und ich in der Tat dann auch noch etwas richtig gut gemacht, denn wir haben zwei verwirrte und verirrte Gladbach-Fans aus den Untiefen des Bochumer Stadtparks gerettet. Die beiden waren richtig dankbar und was schön mit anzusehen war, die Selbstironie war ihnen noch nicht abhandengekommen. Ich mach ein Foto. Zwei Tiere sind K.O. in das Bochum. Letzte Woche veröffentlichte der Spiegel ein interessantes Interview mit dem Medienprofi Jürgen Klopp. Und der meinte am Ende des Gesprächs relativ kess, dass wenn er nicht Fußballtrainer geworden wäre, er heute so eine Show moderieren würde wie Oliver Geissen. Denkbar ist alles. Aber hat er sich auch schon einmal näher die Titel dieser Sendung angeschaut? Kurz zum internationalen Fußball und zu der unendlichen Folge: Wohin geht der immer noch etwas speckige Ronaldo? Hier das neueste Foto mit dem neuesten Gerücht. Erinnern Sie sich an Holle, den verrückten Wirt aus München? Der Mann trägt nur Fußballtrikots Tag für Tag. Und weil diese häufig etwas enger ausfallen, muss Holle auf seine Figur achten. Eine Spitzendiätmethode finde ich und werde ab sofort so lange fasten, bis ich endlich in dieses Trikot hier reinpasse. Da sieht nämlich alles noch relativ spack aus und das muss irgendwann geändert werden. Also, top, die Wette gilt. Und zum Schluss noch ein paar Klänge vom letzten Donnerstag, als Willi Lippens meinen kleinen fußballkulturellen Abend Scudetto in Bochum beernte. Das Lied heißt Schoten aus erster Hand und stammt vom Fußballpoeten Modin Meyer. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche und Glück auf. Wenn der Willi kommt, dann sagen wir viele liebe Dank für die Tore, für den Himmelings, für den Matschelgang. Wenn die Ente kommt, dann schwenkt im Saal jeder seinen Schal. Tausend rote, tausend weiße, ohne ihn ist Essen scheiße. Wir lauschen wie gebannt, wir